Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 28. Dezember 2021. Und ich fange heute mal hier an, damit ihr eben auch mal seht, was hier los ist, hier auf dem Weg, auf dem Paseo in Richtung Schalke. Also nicht nur am Strand direkt, sondern auch mal unterwegs. Ja, hier sind richtig viele Menschen am Spazierengehen. In beiden Richtungen und die Shuttlebusse fahren auch in regelmäßigen Abständen. So sieht es hier aus, das ist im Moment hier los. Und ja, das setzt sich so fort bis jetzt am Ende der Promenade. Dann so ein paar Fragen, die man eben auch klärt, bei den Kommentaren gelesen. Gestern über die Sita. Ich habe gesagt, dass ich die Sita aufnehme, wenn nicht so viele Menschen da sind. Und das ist nämlich immer ein bisschen schwierig auf engem Raum. Deswegen, da ist schon ein bisschen was los. Also, man sollte dann auch immer ein bisschen zuhören. Dann, ja, bevor ich mich über den einen Kommentar oder über einen, die sind gerade angekommen und waren baden, die haben nach dem Schwimmen gefragt, ob man noch temperaturmäßig schwimmen kann und sind begeistert, dass es also auch ja, noch klappt, 20, 21 Grad. So, ich werde den anderen Weg wählen und hier jetzt entlang fahren. Ja, einige, die angekündigt haben zu kommen, sind jetzt da. Andere haben es vorgezogen zu stornieren, wie jeder möchte. Ich kann euch nur das aktuelle Bild hier zeigen. So sieht es hier aus am heutigen Tag. Zum Wetter, es ist sehr schön, den ganzen Tag hatten wir jetzt hier Sonne. Es kam ein bisschen Wind dazu. Aber ich fahre jetzt dahin, wo angeblich am wenigsten Wind ist. Jedenfalls das, was ich mit dem Fahrrad erreichen kann. Fragen nach den Liegen und Schirmen. Ich kann es immer wieder nur wiederholen. Angeblich sollten sie im neuen Jahr da sein. Wer die übernimmt, die Aufgabe, das ist geklärt. Das steht schon fest. Und ja, warten wir es ab. Ich werde es euch berichten. So, und wenn wir hier sind, dann gibt es immer so eine kleine Ehrenrunde. Hier beim Costa Meloneras, da darf man hineinfahren, um zu sehen, wie sich das hier alles entwickelt, verändert. Parkplatz da vorne, der ist jetzt fast fertig. Die letzten Erdbewegungen, so wie ich das feststellen kann, in der Ecke hinten. In der Beschreibung, wenn man das anklickt, mehr lesen, da sind dann auch die, ich sage mal, Quellennachweise, wenn jemand Nachrichten sucht. Es gibt zwei oder drei Kanalmagazin, dann Gran Canaria Info und Radio Europa. Und da könnt ihr dann nachlesen, alles Wichtige, die neuesten Nachrichten immer oben. Und den es interessiert, der kann sich durch alle drei Quellen durchklicken. Hier das Chester im Casino unten. Da sind Veranstaltungen jetzt für den Jahreswechsel. Kann man ganz einfach auch nachlesen, indem man die Webseite aufruft vom Chester. Hier im Baobab auch im Kommentar gelesen. Die kommen jetzt am Samstag. Oder sind angekommen, ob man, und so war das, sind angekommen, ob man
uns am Mittwoch am Faro sieht. Ja, morgen Mittwoch am Faro. Da ist wieder ein bisschen, ich sage mal, Treffen möglich, wenn jemand Fragen hat, ob persönliche oder eben die er nicht in den Kommentaren stellen möchte, kann man die da beantworten. Dann, wenn ich Lokale erwähne, die ich besucht habe, wo ich gegessen habe, dann ist das meine Meinung. Und der ein oder andere kann natürlich sagen, es ist besser oder schlechter, aber es ist nicht möglich, alle Lokale zu besuchen, und dann gibt es eben auch welche, wo mir die Speisekarte nicht so zusagt, und da werde ich auch nicht essen gehen, nur um einen Test zu machen. Also soweit bin ich nicht, denn gegessen wird oft zu Hause. Kongresszentrum wurde ich gefragt, ob es da was gibt im Moment. Nein, da gibt es auch keine Aktivitäten. So, und ihr merkt schon hier, ich hätte jetzt fast das Mikro nicht gebraucht. Es geht hier bergauf, aber kein Wind. So, und das sieht doch hier wieder richtig schön aus. Das Hotel Via del Conde. Von allen Seiten betrachtet. Es gibt so viele schöne Hotels, aber man muss eben auch ein Hotelliebhaber sein. Die einen bevorzugen das, die anderen möchten sich selber verpflegen. Und haben dann es lieber, wenn man ungezwungen im Garten sitzen kann. Aber es gibt ja für jeden etwas. Und dann nochmals der Hinweis zu den Videos zu der Serie Überwintern, Langzeiturlaub oder Auswandern. Da haben wir jetzt besprochen ein paar Punkte grundlegend, und jetzt geht es auch ins Detail. Zum Beispiel, muss ich eine Versicherung haben? Sollte ich eine abschließen? Was passiert, wenn ich mir Anschaffungen mache? Wo kann ich die unterstellen oder kann ich Koffer lagern? Fahrrad, gerade gestern ein Gespräch. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft. Was mache ich damit, wenn ich jetzt wieder abreise? Also solche Fragen kann man auch leicht klären. Und es gibt für alles eine Möglichkeit. So, und hier ist es doch sehr, sehr schön. Also, ich zeige es euch jetzt noch mal gerade, was mit dem Wind zu tun hat. So, hier sieht man das auch wieder ganz deutlich. Wir haben hier keine weißen Schaumkronen auf dem Wasser. Und nicht so weit das Auge reicht. Nein, da drüben. Wir fahren gleich die andere Richtung. Da sieht man ein bisschen mehr. Nicht mehr Meer, sondern mehr Schaumkronen. Erstmal stehen bleiben und genießen. So, und hier nebenan ist die Baustelle. Ich sehe Arbeitsklamotten, ich sehe auch Arbeitsmaterial. Nur was ich nicht sehe, sind die Arbeiter. Gut, die werden woanders beschäftigt sein. Kann sein, dass sie ja im Moment irgendetwas anderes machen. Es fällt mir nur eben die Tage auf, dass es doch ein bisschen ruhiger geworden ist hier auf dieser Baustelle. Das kriegt man einfach so mit. Und ich muss ein bisschen darüber halten, weil mir ständig Menschen hier entgegenkommen. So, und da vorne, oder jetzt gerade auch schon einige begegnet, die hier arbeiten, also die haben sich nur ein bisschen verändert. Die sind hier vorne richtig fleißig. So viel fehlt gar nicht mehr. So, auch mal in die andere Richtung hier zum Hotel. Oh,
So, jetzt geht es gerade mal wieder, dass ich ein bisschen aufnehmen kann. Also hier ist die Promenade natürlich verengt. Ganz klar, dass man hier ein bisschen weniger Platz hat und deswegen wird es aber da vorne gleich wieder besser. Und man kann ungestört laufen. Hier gibt es das gute Eis. Und ist auch immer gut besucht, die Terrasse hier. So, und wenn man jetzt auf die Sprachen hier hört, also ich höre viel Spanisch, Holländisch, Deutsch, natürlich Englisch, aber auch einige Spanier, die jetzt hier den Jahreswechsel verbringen. So, hier heißt es angefangen, für 5 Monate soll es angeblich dauern, aber warten wir es ab, wann es fertig ist. Hier ist die Einfahrt, hier ist Material, hier ist ein Container und hat man ein bisschen so eine zentrale Stelle eingerichtet. Thank you.
So, es gibt also hier zwei Ein- bzw. Ausgänge. Hier außen mit Fackeln gesäumt. Ich nehme an, die werden dann auch irgendwann brennen hier. Einfach mal einen Blick erhaschen. Es gibt einen Innen- und einen Außenbereich. Sicher werde ich in den nächsten Tagen, sagen wir im neuen Jahr, hier auch mal vorbeigehen und es ausprobieren und euch dann berichten. So, und hier steht ein Schild und da steht drauf Palo Cortado. Und hier gibt es die Karte zum Fotografieren. Ja, also wenn es jemand sucht, ihr findet es direkt hier unter dem Hotel. Unter dem Hotel Faro. So, ich habe mir gerade die Genehmigung geholt, dass ich auch hier ein bisschen aufnehmen kann. Wir machen das aber hier ohne Menschen, nur die Location hier. Also hier gibt es richtig gutes Essen. Vornehm, edel. Ja, wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Also hier kann man sich richtig verwöhnen lassen. Wir haben hier Fisch, Austern. Looks very good. So, ja, freue ich mich, dass ich da die Möglichkeit bekommen habe, ein bisschen hier das Lokal aufzunehmen. Und es ist natürlich für mich wesentlich einfacher ohne Gäste und muss nur schauen mit der Musik, dass ich da kein Problem bekomme. So. Also das war ein kurzer Ein- und Überblick und nochmals vielen Dank für die nette Begleitung, die ich hatte. So, richtig schön. So, man sagt ja, Konkurrenz belebt das Geschäft und ich kann mir gut vorstellen, wenn die Qualität stimmt und der Preis, dass es eine Chance hat. So, und hier die Terrasse ist auch richtig voll mit einem Beach Club El Senador, da ist eigentlich immer was los. So, und jetzt werde ich mich auch langsam hier verabschieden vom Strand von Las Palomas mit der Realität für heute. Und ich sage dann bis morgen zum Wetter, Wettervideo oder wenn ihr möchtet, dann zur Realität, wie auch immer. Und vielleicht sieht man sich ja. So, und damit bis später, hasta luego.